kennt ihr alle aus dem Schulunterricht noch gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin, um dich zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, die Sterne leuchtend wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grüß mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort, nun zweigt es immer und blüht sofort. Zu dem schon vorgetragenen Gedicht gefunden, ließe sich viel sagen, ich will es kurz machen. Der große Goethe war, man kann sagen, ein Drittel seines Lebens doch recht einsam. Er kam nach dem Studium und nachdem er zunächst mal in Deutschland berühmt geworden ist durch seinen Briefroman Die Leiden des jungen Werther, nach Weimar. Und in Weimar hatte er Hofschranzen, sage ich mal, um sich herum. Aber nicht nur, da gab es die Frau von Stein, eine verheiratete Frau mit mehreren Kindern, der Mann war ein Stallmeister und verstand am meisten von Pferden. Und er war gegenüber seiner Frau sicher nicht ganz lieblos, aber über geistige Gespräche, das war mit ihm nicht zu machen. Und da kam der Goethe und die beiden haben sich gesucht und gefunden im geistigen Bereich. Und danach, nach einem Sprung in seinem Leben, ich will es ja kurz machen, ging er in das Land der Sehnsucht, so wie viele Deutsche sich nach Italien gesehnt haben. Auch sein Vater war da und schwärmte ja immer schon davon. Und danach hat Goethe eine neue Art zu leben gelernt, das leichte Leben, und er kam zurück und ein Blumenmädchen, die Anfertigung künstlicher Blumen war ihr Beruf, bat ihn um eine Unterstützung und er fand dieses Mädchen sehr reizvoll und es wurde seine Frau, aber nicht in dem Sinne, dass die beiden vor dem Altar traten. Goethe war inzwischen ein Minister im Geheimrat und sie war eine Arbeiterin. Goethe tauschte sich mit seiner Mutter darüber aus und die Mutter hat einen sehr schönen, wenn man es richtig versteht, einen sehr schönen Begriff. Das war der Bettschatz ihres Sohnes. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir das Gedicht verstehen. Er war durchaus mit dem Herzog, mit dem er befreundet war, teilweise ein milder Geselle. Und er war so manches Mal darauf aus, Blumen zu pflücken, im Rahmen dessen, was damals möglich war. Auch Alkohol spielte eine große Rolle. Und nun hatte er ein richtiges Zuhause. Er liebte seine Christiane ehrlich und herzlich. Er war glücklich, dass er eine Blume hatte, die zu Hause blühte und bei ihm blieb. Aber was die geistigen Gespräche anbelangt, dafür war nun sie nicht geeignet. Und die Frau von Stein nahm es ihrem alten Freund übel. Das ging so weit, dass sie
ihren Kindern verbot, mit dem Sohn, der aus der Liebe entstand, August, zu spielen. Und selbst die Frau von Friedrich von Schiller, seine Freundin, der dann mittlerweile auch heimisch wurde in Weimar, selbst die Frau von Schiller, wechselte die Straßenseite, wenn sie Christiane Vulpius sah. Schließlich haben sie, das war dann die Franzosenzeit, doch noch geheiratet. Christiane ist in Weimar beerdigt auf einem etwas abseits gelegenen Friedhof, während Goethe in der Fürstengruft beerdigt wurde und auch heute noch sein eichernes Grabmal dort hat. Gefunden ist ein Gedicht, das über das ganze Leben dieses großen Mannes, der doch auch die Einsamkeit kennengelernt hatte,